brachen Kino, mir machen ein Bistro, mit Ambiente, ein Restaurant, wo ich noch etwas anderes, das man länger kann, genießen wie der traditionell. Daneben der Wochmöglichkeiten, wo ich in einem Shop hat, wo eine Galerie ist, wo ein Seminarraum, da sind natürlich ein bisschen eine neue Vielfalt am kulturellen und gesellschaftlichen Leben zu wollen. Mit der Idee sind wir bei einem Architekt gegangen, den dort ein Projekt gegangen ist, an dem Architektenbüro Theis, den nochmal beauftragt hat, wo das dünne Projekt vorgelaufen. Die Pläne gehen über Kuck, gehen verbessert, rechts und links. Und ich meine, dünner sind zusammen noch ein bisschen entstanden, wo nur und nur immer ein neues Modul dabei kommen, wie zum Beispiel hier wieder gesehen, die Überdeckung vom Bannenhof, wird noch ein neues Cachet dabei gehen. C'est le site qui a donné naissance au projet. C'est vraiment, entre guillemets, un coup de foudre sur le terrain. C'est simplement en passant un week-end, en faisant un tour dans la région, qu'il y avait un panneau à vendre. Et puis voilà. Ça, c'est un schiste d'une carrière vraiment, vraiment pas loin d'ici, je dirais 15-20 km, plus ou moins. Et bon, c'est aussi un peu ça qui a repris, qui a fait le choix des autres couleurs. Bon, maintenant, l'idée quand même était une maison avec beaucoup, beaucoup de lumière, donc un espace ouvert. Et bon, les matériaux, le verre, tout c'est imbriqué et a fait la maison comme elle est. Die Kippe von meinem Büro hat die große Pläsier am Jahr 2002 in Lehndecker, ein typisch Lehndecker-Haus, heute zu Zimmer zu renovieren. Das Haus wurde gebaut um 1800. Wir haben ganz eng zusammen geschafft mit Zeit et Monument, mit dem Herrn Müsse vom ein Nationalmuseum und dann natürlich auch ganz gut mit unseren Klienten.
net die Haii sie empfohlen, die normalerweise wie dem Sekretär nachfuhren, wie wir nachdem das Projekt gelesen haben. Und das hat genug Reklame gemacht von der Seite von Environnement und von EIS. Und dann wissen sie wohl, dass sie ungefähr das Willen haben, auf die Art und Weise zu bauen. Also nicht das Energiehäuser, sie wissen die Vorteile, dass sie keine Heizung mehr brauchen. Und sie haben auch noch die Chance zwischen vier verschiedenen Architekten, die vier verschiedene Modelle aufwischen. Aber die müssen da so angestellt werden, sonst die anderen kommen nicht viel dahin. Die Projekt gauf an zwei Phasen gebaut, die bestehenden Gebäude, die gauf mit integriert. Und wichtig an dem Ganzen war die Luft. Ziemlich viel Luft sollte am Gebäude herankommen, sodass eigentlich kein Zimmer nach Norden liegt. An den Atrium, die gebaut gauf, den hat auch mit dazu beigetragen, dass viel mehr Luft herankommt als an den ist auch wirklich ganz schön gehen. Am Wert geht auch noch auf die Funktionalität vom ganzen Haus gelöst. Man muss vielleicht wissen, dass wir Winzer sind. Das heißt, nur bei der Natur und wir leben mit den Jahreszeiten. Es dreht sich alles um das Licht und um die Sonne. Die beste Winkel als nach Süden und Südosten gedreht. Und das war die Grundidee, auch für uns neu dabei, zur Sonne und zur Luft zu drehen. Da empfangen wir uns Freunde und Klienten und wir wollen ihnen diese Impressionen vermitteln. Dabei ist dafür, an einem halben Runde Form, wo
vom Osten, wo die Sonne abgeht, über den Süden bis zum Sonnenuntergang gedreht, für die Sonne an die Licht und die Gebäude ranzukriegen. Am Gebäude selber fanden wir die warme Erdfarben, die wir auch da draußen am Winger tun. Das heißt viel Eichenholz an der Tür stehen. Das Baumaterial, weil er uns am meisten geliehen hat. Und zum Beispiel, wie den Architekten nach Mathedik haben, für sich Beton zu machen, so werden wir natürlich voll begeistert. Aus sich ist das ganz gut gelaufen. Weil man sich praktisch dieselbe Aussichten hat wie ein Architekt. Ich meine, das ist ein ganz klar Sache. Und ich finde, als ein Architekt schon viel gut kann, dann hat man nicht dieselbe Idee, sodass man sich nicht viel müssen ändern und nicht viel Terrain müssen abgehen am Anfang an den Architekt auch nicht. Und ich meine, dadurch, dass es 1000 Jahre so ging, wie ein Architekt sich viel gestaltet, aber wie mir es viel gestaltet. Einerseits hat ich gebe ich so nicht allzu viel konkrete Ideen. Es sind, boah, ich kenne den Architekt, ich bin bei hier gegangen, weil ich sehr von ihm kann tun, weil ich mir so tun, dass das Team mehr nur leid für mit Ideen zu kommen an einfach Sachen zu proposieren, natürlich, dass ich das schon mal als Input gehen habe, um eine familiäre Situation zu tun. Von Reim gebraucht, die als vielleicht zwei, drei andere Sachen mit auf der Weg. Aber ich hatte einfach ein Vertrauensverhältnis, was, wo ich ihm ziemlich freie Hand gegeben habe und was von seinen Proposen quasi integral so überholt gesehen. Ich wollte ganz bewusst, okay, klassisch Haus, auch weil. Weil schon drin gegangen, also Kontrast zu dem bestehenden Haus zu sichern, wird man wohl noch draußen wirklich schon länger am Anfang die Fassade unverändert gelassen, für Abreng schon eine Situation, ob das werden mal wohl zu lassen.
habe anhand dieses Hauses gelernt, das Haus, das ein Haus bloß keine nebeneinander stehende Räume sind, sondern ein Haus muss einen Kontakt und Verbindung mit Umgebung haben. Und ich denke auch, diese Architektur ist genau für dieses Grundstück konzeptiert. Und diesen Plan dürfte man nicht woanders machen. Uralt Haus aus den 20er Jahren. Und, bei dem Haus, als es noch handelt, als es ein Zerralzubau ging, das am Anfang just war, für Gärtengeschirr aufzustellen und Tomatensteck anzuhauen. Und auf der anderen Seite noch, als doch ein uralter Aufbau ging, den aber mehr Schlupf war, was die ganz teichter war. Und das Stecken ist direkt geraten, tun die zwei Aufbau noch handeln, an noch hin aufzurappen und durch einen neuen Aufbau zu ersetzen. Den Empfang gibt das Erdhaus, das just zu renovieren war, mit dem neuen Aufbau verbunden. Und sie haben gesagt, dass hier ein Hauptkriterium ist, für zu gucken, dass an beiden Teilen, an dem Erdbau wie an dem neuen Bau, dass du am Anfang Blut, die wichtigste Kriterien, das heißt, für zu gucken, dass beide Räumlichkeiten hell werden und dass am Anfang zum Blut von allen Seiten geht durch das Haus durchschenken. Ich bin froh, dass der Architekt diese Form proposiert hat, die wir ganz gerne haben und die dann auch von ganz weitem den Image gibt für die Gegenteil. Ich meine, dass an dem Sinn gut geraten, weil ein Einkehr gut nicht steht um sieht, weil ein zweitens auch dem Gegend noch wie Rondemar ganz gut mal dran hält. Schon, dass man am Chef vom Architekt als so eine Garantie gehen, dass die Sensibilität, die wir als Bauherr mit auf den Weg gehen, dass die auf der Platz können ausdrücken. Prinzipiell sind wir aber auch der Meinung, dass da, wo man alles haben will, so gesagt, hey, wo da der Halensphäre ist, dass man das soll erhalten. Wir sind aber eigentlich gegen den Pastisch. Und dafür sind wir der Meinung, dass auch an Kartien, die, wie gesagt, Jahrhunderten, vielleicht so eine Jahrtausend alt sind, wenn ihn da etwas Neues möchte, da soll er doch möglich sein, für dann da resolut etwas hinzusetzen, was so von den Volumen her sich integriert auf die Platz, aber was von der Ästhetik hier absolut soll so, und dass da also wohl nichts, was nur gebaut ging, als wie vielleicht am 16. oder 17. Jahrhundert war, mit das hier als etwas resolut, was nun eben eine Geschichte ist, von diesem Jahrhundert dann noch ein Zeichen setzt für das Jahrhundert.
Logo gesot, wenn wir einen Schwamm kriegen, dann wollen wir mal denken, zusammen schaffen, den erstens Gefühl wird für das Gebäude und zweitens aber auch dem Gebäude ein neues Seil gibt. Durch ein ganz rutsch kleine Detailer, wie zum Beispiel, dass da wie da du gesehen ein kleiner Balken hat, wo in drei Bütter nach gesagt hat, wo man so du hast ein kleines Stück vergessen, gehen wir los, ich schütte ihn wie flott. Also du hast mal gelebt und dem Projekt geschafft gehen, sodass die Leute hier hinkommen. So, also, du hast wirklich ein modernes Schwamm, mir das aber ein Schwamm, wo die Architekten zwei zum Boden hat noch geguckt haben, für auch um an Punkte Funktionalität die richtige Jalon zu setzen.